Hallo meine Freunde, heute ist Montag und das bedeutet, ein weiteres Harry Potter Video geht an den Start. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie tief meine Freude ist, für jeden Montag ein Video zum Thema Harry Potter vorzubereiten. Ihr kennt ja meine Harry Potter Videos und ihr wisst, dass ich mich darauf konzentriere, einzelne Buchmomente oder Charakterentwicklungen zu rekapitulieren, die im Film nicht oder falsch umgesetzt wurden. Wir hatten da zum Beispiel die Backstory von Dumbledore, der Streit zwischen Percy und den Weasleys, Creatures Geschichte und. Kurz gesagt, ich habe bereits einiges aufgearbeitet. Heute möchte ich aber über Sirius Black reden, den Paten von Harry Potter. Aber Vorsicht, hier kann es natürlich zu Spoilern rund um das Harry Potter-Universum kommen. Die Filme machen eine Sache richtig gut, und zwar setzen sie auf die Schauspielelite aus Großbritannien. So setzte man auf Gary Oldman, um den ikonischen Charakter Sirius Black zu verkörpern. Einen Darsteller, der es mit wenigen Momenten schafft, ihn lieb zu gewinnen. Umso enttäuschender war es, dass man Sirius Black in den Filmen kaum gesehen hat. Als reiner Filmzuschauer kann man, denke ich, keine richtige Bindung zu diesem doch sehr komplizierten Charakter aufbauen. Denn es fehlen elementare Charaktermomente, die uns Buchlesern genommen wurde. Sirius Black ist der älteste Sohn von Orion und Walburga Black. Er stammt aus einer langen Reihe von Reimblütern ab. So ist er zum Beispiel mit den Weasleys, aber auch mit den Malfoys verwandt. Die Black-Familie ist stolz darauf, reimblütig zu sein und hassen Muggelgeborene. Allerdings waren die Eltern von Sirius keine Todesser, sondern nur Sympathisanten des Dunklen Lords. Einzig Sirius' Bruder Regulus war ein Anhänger des Unaussprechlichen. Spätestens nach seiner Einteilung in das Haus Gryffindor, im Alter von 11 Jahren, wurde er von der Familie Black, die alle samt in Slytherin waren, verachtet. Allerdings fand Sirius Halt in der Freundschaft zu den Hogwarts-Rumtreibern James Potter, Remus Lupin und Peter Pettigrew. Zusammen erstellten sie die Karte des Rumtreibers und waren berüchtigter als die Weasley-Zwillinge. Sirius Black war schon in jungen Jahren außergewöhnlich begabt und schaffte es zusammen mit seinen Freunden James und Peter, während der Schulzeit sich in einen Animagus zu verwandeln. Diese Verwandlung half Sirius, aus Azkaban zu fliehen. Denn obwohl er im Orden des Phönix war und gegen Voldemort im ersten Zaubererkrieg kämpfte, galt er als Verantwortlicher für die Ermordung von Lily und James Potter. Es wurde angenommen, er sei der Geheimniswahrer von James Potters Haus gewesen. Für alle Unwissenden, ein Geheimniswahrer wird dann benannt, wenn jemand untertauchen will. Das Haus, in dem man lebt, ist für alle Welt unsichtbar und nur der Geheimniswahrer kann diesen Standort aufdecken. Es wurde zudem angenommen, dass er Peter Pettigrew vermeintlich getötet hat. Wie wir wissen, hat Pettigrew sich selbst einen Finger abgeschnitten und durch eine Explosion 12 Muggel getötet. Sirius musste nach Azkaban. Er wirkte wie irre, weil er lachte während seiner Verhaftung. Er wurde zu einer lebenslangen Haft verurteilt. Viele Menschen verlieren in Azkaban den Verstand, aber nicht Sirius. Er erklärt später, dass ihn der Gedanke, dass er unschuldig sei, davor bewahrt hat, verrückt zu werden. Im Sommer vor dem 3. Schuljahr von Harry Potter gibt es in Azkaban eine Inspektion. Der Zaubereiminister Cornelius Fudge höchst selbst besucht Azkaban. Er hat eine Zeitung dabei. Auf dem Titelblatt ist die Weasley-Familie zu sehen, die in Ägypten Urlaub macht. Warum ist das eine Schlagzeile? Weil die Weasleys eine Menge Gold gewonnen haben. Das Gold wurde vom Tagespropheten ausgeschüttet. Aber zurück zu Sirius. Auf Rons Schulter sah Sirius die Ratte Krätze. Für Sirius war sofort klar, es muss Peter Pettigrew sein. Denn dieser Ratte fehlte ein Zeh. Von diesem Gedanken durchtränkt, entfacht in Sirius ein Feuer. Wochenlang ist er besessen von dem Gedanken, dass er Peter Pettigrew gefunden hat. Eines Nachts kann er sich in seine Animagus-Form verwandeln und so aus Azkaban ausbrechen. Die Dementoren in Azkaban sind blind. Sie konnten von daher nicht sehen, dass Sirius sich verwandelte. Ihm gelang etwas, was sonst noch nie jemandem gelang. Er brach aus Azkaban aus, um nach Hogwarts zu reisen. Er hatte die Befürchtung, Peter würde Harry irgendwas antun. Und da sehen wir schon die erste Stärke von Sirius Black. Er will Harry beschützen. Und natürlich will er James rächen. Sirius kann Peter entlarven und Harry glaubt ihm. Dumbledore glaubt ihm auch. Aber da Peter Pettigrew geflüchtet ist, bleibt Sirius weiterhin ein gesuchter Massenmörder. In Harry Potter und die Heiligtümer des Todes erfahren wir, dass Sirius Harry seinen ersten Spielzeugbesen gekauft hat. Eine schöne Referenz dazu, dass Sirius Harry während des 3. Schuljahres den sündhaft teuren Besen Feuerblitz schenkte. Denn was viele nicht wissen, Sirius war reich. Er hat durch seinen Onkel ein kleines Vermögen geerbt, durch welches er sich im Alter von 17 Jahren eine kleine Wohnung leisten konnte. Zuvor war er nach dem Bruch mit seiner Familie als 16-Jähriger zu den Potters geflüchtet. Sirius tat alles, um die dunkle Magie von sich wegzuschieben. Aber manche Dinge holen einen immer wieder ein.
Im Film zu Harry Potter und der Feuerkelch sehen wir nur eine Szene mit Sirius. Aber es gab so viel mehr. Als keiner mehr mit Harry sprechen wollte, außer Hermine natürlich, war Sirius da. Er brach in Muggelhäuser ein, um via Flohpulver mit Harry zu reden. Nicht zu vergessen, der Mann war auf der Flucht. Er war vorher in einem guten Versteck und riskierte alles, um Harry durch die Aufgaben des Trimagischen Turniers zu bringen. Er stand immer mit Rat und Tat zur Seite. Er kam sogar zurück nach Hogwarts, um Harry zu unterstützen. Er versteckte sich in einer Höhle und ernährte sich von Ratten und anderen Nagetieren. Ich persönlich würde dies nur für jemanden machen, den ich aus ganzem Herzen liebe. Und das tat Sirius bei Harry. Die beiden kannten sich nicht lange, aber Harry schloss Sirius sofort in sein Herz und so wurde sein Pate zu einer Art Mischung aus Vaterfigur und cooler Onkel. Nach den Ereignissen auf dem Friedhof, die Voldemorts Rückkehr nach sich zog, war Sirius an Harrys Seite. Er erlebte in Hundegestalt, wie der Zaubereiminister Harry verunglimpfte. Zur Erklärung, während des gesamten vierten Schuljahres fuhr der Tagesprophet eine Schmutzkampagne gegen Harry Potter und diese führten unter anderem dazu, dass der Minister an Harrys Verstand zweifelte. Trotz der Gefahr, vom Minister erkannt zu werden, war Sirius bei Harry und wich nicht von seiner Seite. Auch in Dumbledores Büro, als nochmal auf die Ereignisse auf dem Friedhof eingegangen wurde, war Sirius an seiner Seite. Etwa ein Jahr später starb Sirius Black durch einen Fluch seiner Cousine Bellatrix Lestrange im Zaubereiministerium. Entgegengesetzt zum Film war es nicht der Avada Kedavra-Fluch, der Sirius tötete, sondern Sirius wurde getroffen und fiel in den Schleier und kam nie wieder heraus. Auch das spricht natürlich für den tollen Charakter des Sirius Blacks. Er versucht, Harry vor den Todessern in der Mysteriumsabteilung zu retten, wohlwissend, dass er jederzeit geschnappt werden könnte. Aber für Sirius ist kein Risiko zu groß, um seinen Patensohn zu retten. Aber auch in dem Buch Harry Potter und der Orden des Phönix gibt es einige starke Charaktermomente für Sirius Black. Sirius hat mittlerweile sein Elternhaus geerbt und stellt dieses als Basis für den Orden des Phönix zur Verfügung. Obwohl ihn dieses Haus an die wohl schlimmste Zeit seines Lebens erinnert, neben Azkaban natürlich. Für Sirius ist es wie ein Gefängnis. Sirius fühlt sich wie ein Teenager, der im Elternhaus gefangen ist, umgeben von all den schwarzmagischen Objekten und aufgebahrten Köpfen von Hauselfen. Sirius fühlte sich in seinem Leben nie nutzloser. Dies bekommt er von Severus Snape besonders unter die Nase gerieben, weil Snape draußen sein Leben riskiert, während Sirius eingesperrt ist. Aber auch in diesem Buch ist Sirius eine wichtige Mentorenfigur für Harry. Denn Harry, der mittlerweile von der halben britischen Zaubererwelt für einen irren Lügner gehalten wird, braucht mehr denn je die Unterstützung ihn liebender Personen. Wo es nur geht, ist Sirius Black für ihn da. So half Sirius Harry dabei, Dumbledores Armee zu gründen, um gegen Umbridge vorzugehen. Auch als Harrys Bild von seinem Vater, den jeder immer als Helden beschrieben hat, erste Risse bekommt, ist Sirius da, um ihn aufzumuntern. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass Sirius indirekt sein eigenes Todesurteil unterschrieben hat. Denn so toll Sirius zu Menschen in seiner Umgebung war, so mies behandelte er den alten Hauselfen Creature, der jahrelang der Familie Black diente. Creature war die leibhaftige Erinnerung an seine Kindheit. Und so nutzte Creature einen unbedachten Ausruf von Sirius, um als Spion für die Familie Malfoy und Voldemort zu arbeiten. Aber dazu habe ich bereits ein kleines Video gemacht. Ihr findet es auf meinem Kanal oder in der Infobox. Sirius wurde zu Teenagerzeiten als gut aussehender junger Mann beschrieben mit einem Gang von lässigen Anmut und federnden Schritten. Bildhübsch wie er war, galt Sirius als Mädchenschwarm und wirkte deswegen leicht arrogant. Nachdem er aber nach Azkaban gesperrt wurde, verlor sich Sirius Aussehen und er ähnelte, nachdem er fliegen konnte, mit seinen leblosen Augen und der knochigen Statur eher einem Vampir. Harry beschrieb Sirius Gesicht im Augenblick des Todes als einst schön und nun verwüstet. Doch als Harry Sirius mit dem Stein der Auferstehung zu sich rief, wirkte Sirius viel jünger als davor und war wieder gut aussehend. Durch den Ring der Auferstehung sah Harry zum ersten Mal einen glücklichen und sorglosen Sirius Black. Zum Abschluss möchte ich erwähnen, dass die Buchversionen von Sirius, Harrys Eltern, den Rumtreibern und Snape wesentlich jünger sind, als sie im Film dargeboten werden. So sterben Harrys Eltern im Alter von 21 Jahren, also 4 Jahre nach ihrem Abschluss in Hogwarts. Sirius musste mit knapp 22 Jahren nach Azkaban und starb im Alter von 37 Jahren. Im Film sind die Darsteller wesentlich älter, aber dadurch, dass sie so jung sind, gibt es dem Ganzen nochmal eine ganz andere Tragweite. Welch unfassbare emotionale Reife diese Generation besessen hat, geht in den Filmen total unter.
Versteht mich nicht falsch, Gary Oldman war eine hervorragende Wahl für die Besetzung von Sirius Black, sofern man Sirius Black und alle anderen ein bisschen älter gemacht hätte. Aber es fehlt einfach so viel zu der Backstory von Sirius Black. Viele der reinen Filmzuschauer haben doch bestimmt kaum eine Bindung zu Sirius aufbauen können und die Filme werden dem Charakter Sirius Black einfach nicht gerecht. Aber damit bin ich nun am Ende dieses Videos angelangt. Gefällt euch dieses Format, in dem ich Buchcharaktere und Handlungen im Buch intensiver beleuchte, schreibt es mir in die Kommentare bitte. Über ein Like und ein Abo würde ich mich sehr freuen, aber auch wenn nicht, danke, dass ihr da wart, denn in meinem Nerd Paradise seid ihr alle immer willkommen.